Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute nehmen wir uns wieder die Hilfe. Da wollte ich drauf drücken mit einem Random Number Generator und schauen, welche von den 29 Linien wir jetzt heute fahren. Linie Nummer 23. Sprich ZOB zum Rathauspark. Da können wir einen Gelenkbus nehmen. Nehmen wir dann den Bambin. Dann nehmen wir den MAN. Wait, da haben wir ihn, den MAN Lions City CNG. Durch enge Straßen. Hä? Oh. Ich dachte, es wäre die hier, aber es ist ja diese da. Dann nehmen wir natürlich nehmen wir wieder den Urban Way, würde ich sagen, oder? Urban Way 12 Meter. Haben wir auch schon länger nicht mehr. Aber wir müssen doch eine etwas längere Tour. So, Türen entsperren, vordere Tür öffnen, dann gehen wir mal rein. Warum? Okay, eigentlich weiß ich warum. Dann machen wir den Motor an. Schließen die Tür, machen das Licht vor uns aus, für die Fahrgäste an. Lösen die Parkbremse, schalten den Tempomat ein, legen den Gang ein und dann können wir uns eigentlich auch schon losbewegen zum ZOB. Okay. Läuft jetzt irgendwie besser als vorher. Gerade eben war das gefühlt etwas unsmooth. Haltebucht 6. Oh Gott, dann müssen wir schon direkt hier komplett. Wir sind sogar vorbei. Läuft. Gegangen ist komplett. Ah, Haltebuch jetzt. Oh Gott, jetzt habe ich eine 6 gelesen, obwohl da eine 5 steht. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Läuft ja super heute. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Jetzt geht ja gut los. Lass mal alle Fahrgäste einsteigen. Neu, oder? Gefällt mir. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Eine Fahrkarte bitte. Hier ist nichts neu. Danke. Na klar, klar. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Jeder ein Ticketchen. Dann können wir ja auch weiter zum Rathauspark. Ah ne, da war ja was. Ganz vergessen. Jetzt können wir weiter zum Rathauspark. Nächster Halt, Rathauspark. Was ist das für ein Geräusch? Oh, tut mir leid. Das ist die Musik von der Dame hinter dir. Schön, wie man immer noch wieder andere Antworten, trotz der langen Zeit, die wir hier schon mit dem Spiel verbringen, immer noch reinpacken kann. Oh. Ah, das passt noch. Als ob es gewollt war. Rüber, wunderbar.
Weil wir müssen sogar noch links abbiegen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viel im Rückwärtsgang fahren. Aber dem ist halt scheinbar so. Weil ich irgendwie dann doch wieder immer ein bisschen den Bremspunkt verpasse. Das war eine Einbahnstraße, da war ja was. Und dann sind wir schon da und es will niemand aussteigen. Schockierend. Eine Fahrkarte, bitte. Die beiden Herren, die sich rechts hinsetzen. Woche, Student, gucken. Danke. Bitteschön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Danke. Schon eine Fahrkarte. Eine Studentenfahrkarte kommt sofort. Dann einmal oh nein. Ihnen ihr Ticket. Ich habe sie verloren. Ja, das macht dann. Warum zeigt ihr ein Ticket, obwohl er keins hat? Macht $120 ja. Euro. Dollar. Kommen wir jetzt auf Dollar. Dann wollen wir mal weiter. Zur Kathedrale. Nächster Halt, Kathedrale. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Oh Gott, diese Innenstadt. Frames not found. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Oh Gott. Jetzt diesen Bremspunkt wieder zu finden mit diesen Innenstadt-Lecks ist halt auch wieder so ein tolles Ding. Jetzt doch gefahren, oder was? Affe. Er ist hier rüber. Nicht. Oh. Also, oh, wenn ich kann das Wochenende kaum erwarten. Wenn ich das hier schon wieder sehe, ne? Ich weiß zwar nicht, wie das Verhalten von der Kfz-KI ist, um es mal so auszudrücken. Weiß ich nicht, wie das im neuen Teil im Buschen Mathe 21 wird, aber allein schon die Fußgänger-KI macht es halt einfach schon wieder wert, den neuen Teil zu sich zu sorgen. Das ist da. Weil er ist besser und das, was wir gerade eben gesehen haben, war ja absoluter Käse. Das Problem ist, wir fahren halt die ganze Zeit in der Innenstadt, ne? Bei dieser Linie 23. Hätte ich nicht mehr bremsen können. Nicht mehr fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Nächster Halt, Kathedrale, Stadtzentrum. Ich kann so nicht aussteigen. Oh Gott.
Eieieiei. Fast Verspätung. Eine Fahrkarte, bitte. Die beiden ganz hinten und der, der jetzt hier vorne dackelt und sich hinstellt. Oh, wollte ich gar nicht. Einzelstandard. Drucken. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstandard. Drucken. Danke. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist hier. Augenblick. Dann wollen wir mal fix weiter. Wir müssen Zeit gut machen. Wenn wir überhaupt rüberkommen. Das packt hier auch nochmal die Kreuzung jetzt zu. Ist ja auch geil. Nächster Halt. Kathedrale. Stadtzentrum. So, dann müssen wir wieder einmal drehen, wieder zur nächsten Kathedrale. Haltestelle. Oh. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Oh, das klingt ziemlich gut, aber. Oh, fast zu früh gegengelenkt. Eigentlich lenke ich ja eher weniger gegen. Wo es jetzt mal sein muss, aber jetzt holen wir unsere Minuspunkte. Was halt zu erwarten war, ne? Ich meine, wir befinden uns in der Innenstadt. Wenn man hier pünktlich ist, dann keine Ahnung. Läuft halt falsch. Also wir schon wieder fast auf der Gegenseite auf der anderen Fahrbahn. Ich habe das Gefühl, in der Innenstadt brauchen wir einfach 5 Sekunden, bis wir losfahren. Huh, das war knapp. Nächster Halt, Kathedrale, Stadtzentrum. Beeilung, wir sind spät dran. Hier, bitte. Keiner, der ein Ticket will. Na klar. Na klar. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Was? Ach so. Hier. Dann geht's weiter im Text zum St. Polos Inn. Nächster Halt. St. Paulus Inn. St. Paulus Inn. Stimmt. Wobei, bei Sankt wäre das ja SKT, oder? Ich glaube schon. Oh, Bremsen! Alter Verwalter. Stehe ich auch wieder in 3 Minuten auf der Bremse, bis wir endlich stehen? Hm, ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Ich kann meine Nächster Halt, St. Paulus. Oh Gott. Und plötzlich waren die Frames wieder da. Holy. Alter. Tschüss. Tschüss. Fast in die Menschenmenge reingefahren. Die drei da hinten. Ups. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Machen wir den Sound ein bisschen leiser, dann höre ich vielleicht, wenn es noch klingelt, aber eigentlich muss es hören. Danke. Was? Ach so. Was?
Sie haben meine Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Hier. Ja, ich wollte auch die nur ein einziges Mal haben. Jetzt ab zur nächsten Seite vom St. Paul's Inn. Man merkt richtig den Unterschied, wenn es wieder flüssig läuft, ne? Das ist der Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass es nicht flüssig läuft. Willst du rüber? Wahrscheinlich wieder, nachdem wir vom St. Paul ist, wieder zurück zum Jungpark, oder? Nee, zum Rathaus müssen wir gleich jetzt fahren, ne? Zum Rathaus fahren. Okay, jetzt hat der rechts jemand nicht, links hat sich mehr gesetzt. Oh, wow, das sind so viele. Klar, was? Wo hab ich denn... Hier. Wo hab ich... Klar, hier, bitte. Na klar. Oh nein, ich hab sie verloren. Hat's doch in der gestellt. Ach, das hat sie gemeint. Ich bin ja nochmal gut erwischt. Halb schön. Ich mache den Blinker an, weil ich raus will. Nein, der Blinker wird wieder aktiviert, weil ich nach hinten gucke. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Naja. Hast du die letzte Folge? Nein! Nicht spoilern! Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh. Knappes Ding. Okay. Haben wir es auch bald geschafft, dann können wir hoffentlich gleich eine angenehmere Tour fahren, je nachdem, was der Random Number Generator uns danach beschert. Ich hoffe mal, dass wir einen Ass bekommen. Wir brauchen einfach einen Ass. Also wir brauchen AC, damit wir die Mission beenden können. Ich habe keine Lust, Profis mit in x Wochen zu leveln. Die Kathedrale ist nachts immer so schön beleuchtet. Ich bin nur froh, dass ich nicht die Stromrechnung zahlen muss. Hm. Ja, bestimmt teuer. Preschen wir durch. Dann sind wir gleich beim Rathauspark und dann fahren wir zurück zum Depot und kommen dann hoffentlich ein Ass-Fahrer. Damit wir endlich die Mission weiter voranschreiten können und diese Mission mal endlich beenden können hier. Bevor sich irgendjemand von rechts da wieder vordrängelt. Wollte ich auch alle abbiegen, oder der vordere abbiegen, drängeln wollte jetzt hier vor. Ah ne, wir müssen links rum. My bad. Egal, jetzt sind wir zu weit vorne, dann fahren wir daraus weiter. Gar kein Problem, ist ja auch machbar. Wir müssen ja nicht explizit eine Route fahren. Sonst wäre es wieder was anderes. Knapp, knapp, knapp. Hier entscheiden die Mächtigen also über unser Schicksal.
Sind wir beim Rathaus? Wenn wir hier beim Rathauspark sind, ob wir jetzt beim Rathaus? Aber interessant, dass der Spruch auch, oder dass so ein Spruch auch getriggert werden kann. Was soll ich denn jetzt zu essen? Die andere Straße zu nehmen wäre angenehmer gewesen, um hier reinzukommen. Nächster Halt, Rathauspark. Aber es war nicht unmöglich. Bitte alle aussteigen. Dann lassen wir sie alle aussteigen und fahren. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Überleben wir dann auch, wenn wir drüben sind, bei der Busgarage. Da waren die Frames wieder da. Wow. Passend zum Ende der Fahrt. Toll. Jetzt kommen wir auch viel, viel schneller wieder voran. Druck drauf, wir geben Gas. Nicht wie gerade eben, ich drück drauf. Wir warten 5 Sekunden, wir warten 5 Sekunden und der gibt Gas. Und auch das Bremsen ist viel angenehmer. Vorgelassen, wunderbar. Dann steigen wir aus, machen den Motor aus, nehmen den Müll mit. Einmal Müll war es gewesen. Und dann beenden wir die Fahrt. Da haben wir nochmal einige Haltestellen, fast so ordentlich. Kathedrale geht scheinbar noch ein Level. Wenn ich das so angucke. So, hoffentlich bekommen wir einen Angestellten. Nein, nur einen Lehrling. Und drücken wir mal die Daumen, dass wir dann endlich mal wieder einen Ass bekommen. Wir brauchen noch 3 weitere Asse. Streng genommen 4. Wir können ja mal gucken, wo der eine Angestellte ist. Den wir als Profi eingestellt haben. Der könnte vielleicht, wenn wir jetzt 3 Asse noch bekommen, irgendwann mal. Dann könnte er noch zum Ass geworden sein. Das dauert noch Ewigkeiten, bis Laura Strillinger dann zum Ass geworden ist, aber who knows, kann passieren. In dem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Bus-Simulator 18-Video wieder.